Archetypische Aufschlüsselung Adolf Hitler. Wer war der Führer wirklich? Die Ausgeburt des Bösen? Ja, Zitate zu den beiden Weltkriegen und zum Dritten Reich aus unverdächtigen Quellen. Man beachte dann auch die Quellenangaben darunter, wen es interessiert. Wenn England einmal so geschlagen da niederliegen sollte wie Deutschland nach dem Weltkrieg, dann wünschte ich mir für England einen Mann wie Adolf Hitler. Winston Churchill, 1938. Hitler will nicht den Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden, und zwar bald. Das letzte Wort liegt wie 1914 bei England. Zionist Emil Ludwig Cohn aus den Annalen. Wenn Deutschland wirtschaftlich zu stark wird, muss es zerschlagen werden. Deutschland muss wieder besiegt werden und diesmal endgültig. Was wir wollen, ist eine restlose Vernichtung der deutschen Wirtschaft. Unsere jüdischen Interessen verlangen die vollständige Vernichtung Deutschlands. Das deutsche Volk ist eine Gefahr für uns. Ich werde Deutschland zermalmen, Roosevelt. Ja, der springende Punkt ist hier, dass Hitler im Gegensatz zu Churchill, Roosevelt und Stalin keinen allgemeinen Kriegsausbruch 1939 wollte. Meine Zusammenfassung, ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Mein letzter Teil, die Zwischentöne. Wir wollen jetzt in die Zwischentöne gucken, dem Ganzen mal, ne, wie konnte das passieren? Was können wir aus diesen inneren Zwischentönen, die wir jetzt in diesem Muster natürlich sehen können, und was könnte da so stattgefunden haben in Herrn Hitler, Adolf Hitler? Und das sieht man halt an dem Muster ganz gut, wo wir natürlich auch in erster Linie auch Rückschlüsse ziehen auf die Kindheit. Und da sage ich nochmal, ne, ich habe das in vorherigen Videos ganz ausführlich besprochen, das mache ich nur nochmal ganz kurz jetzt. Wir gehen, ne, wenn wir jetzt sagen, da ist ein reines Seelenbewusstsein oder ein reines Bewusstsein, was natürlich auch schon Erfahrungen gesammelt hat, in diesem Falle aber noch nicht in der Form. Da könnte man so von so einer jungen Seele sprechen, ne? Wenn man jetzt von vorherigen Inkarnationen und Vermutungen anstellt, wo kommt der Mensch jetzt her? Ja, das war jemand, der hat ja, sich vielleicht auch mit Philosophie beschäftigt oder eine Lehrerfunktion gehabt, Lehrerin sogar auch vielleicht, dass da was Weibliches vorher stattgefunden hat. Oder Prediger, Predigerin. Vielleicht auch was Dogmatisches irgendeiner Religion unterstellt war und dann gesagt hat, do, ne, so, dass da auch schon so essentielle Werte vertreten wurden. Aber da ist, kommt jetzt nicht eine Seele, die ja da schon, ne, wenn wir jetzt sagen, da kommt jemand mit dem AC-Skorpion, der hat da schon ein bisschen mehr mitgekriegt in früheren Inkarnationen und bestimmt auch nicht nur das Schöne. Hier kommt eine Seele, die möchte jetzt erstmal diesen Übergang tun zur geistigen Arbeit, zur Bewusstseinsarbeit, zur Schattenwelt, sich dort mal ausrichten. Da hat es jemand eher wahrscheinlich auch gut gehabt vorher, ne? Da kommt jetzt eine Seele, die kennt das noch nicht so, wie das auch sein kann. Und was dabei so ganz spannend ist, ist natürlich auch, was hat sich jetzt da die Seele von Herrn Hitler für eine Zeit oder das reine Bewusstsein, also nenn es wie du möchtest, ne? Manche hängen sich immer so an Bezeichnungen auf. Ich sage immer, vor der Inkarnation ist es noch so ein reines Bewusstsein, was jetzt erstmal sich gewisse Gegebenheiten schaffen muss, was brauche ich jetzt für die Erfahrung, die ich machen will in der neuen Inkarnation, als Mensch, in der Welt, in der Stofflichkeit.
Und dann ist es noch dieses reine Bewusstsein, was sich jetzt so Potpourri an Aspekten zusammenpackt und sich die Familie aussucht, wo muss ich jetzt reingeboren werden und zwar auch in welche Zeit. Er ist 1889 geboren. Ja, das war so die Zeit, wo dann hier so Technik, ne, da ist viel technisches, Technologien, viel entwickelt worden in der Zeit. Da war aber auch noch so dieses Kaisertum und Parlamentarier kamen so gerade, ne, Demokratie war gerade so das Thema, so ein Umschwung. Und da war auch eine große Grätsche zwischen Reich und Arm, was so auch ganz schön bezeichnet ist für den Aszendenten, den Herr Hitler dann mitgebracht hat in der Waage, dass so irgendwie symbolisch wirklich tatsächlich für die Polarität in der Welt steht und Herr Hitler dann so als Neutrum sozusagen in der Mitte. Keine Idee, wie ist jetzt meine Individualität, denn das gehört dann mit zu seinem Auftrag, das auch zu finden. Und dann hatte er diese Mondthematik, da kann man dann schon mal gucken, ne? So, was brauche ich jetzt für eine Familie? Dann ist er mit diesem Mond im Saturn, in diesem Steinbock-Tierkreiszeichen ist das. Das ist aber auch ein eingeschlossenes Haus. Ja, da ist das schon mal auch ganz spannend, dass man da sieht, da gibt es nicht so, ja, wie sagt man, so die Anbindung vielleicht dazu, könnte man sagen, ja. Und der Steinbock ist, ne, jedes Tierkreiszeichen hat ja entsprechend einen Herrscherplaneten und dazu gehört der Herrscherplanet Saturn, da sage ich immer, das ist der Hüter der Schwelle. Auch da steht entsprechend so die Materie und wie geht das in der Welt, also jetzt so Regeln, Gesetze, Arbeit, ganz, ganz wichtig. Und das ist dann auch unser Stichwort. Da gibt's was zu tun, da müssen wir ran. Auch da, wo bei dir der Saturn steht, ne, da sage ich immer, das erledigt sich nicht von selbst sozusagen. Und das ist hier bei Herrn Hitler dann auch schon ganz spannend, bei Adolf, ne? Wenn du jetzt guckst, da sind jetzt zwei rote Pfeile und da hast du ja oben den kleinen blauen, blaue Pfeile, oben den kleinen blauen Pfeil im Löwehaus, im 10. Haus. Das ist das Heimathaus vom Saturn, vom Steinbock. Ne, wenn da jetzt keine Uhrzeit drin steht und da ist keiner drunter geboren, dann hast du ja diesen tropischen Tierkreis, der dann im Ursprung, dann fängt es immer beim Widder an. Und dann steht ja im 10. Haus, steht da immer der Steinbock und dann ist das quasi die Heimat von Saturn, weil da der Herrscherplanet zugehört. So, und jetzt hat Herr Hitler da seine Finalität stehen oder man sagt auch das Berufungshaus und das ist nicht nur der Beruf, sondern das ist die Zielfahne sozusagen, ne? Weil wir wollen ja alle eine Erfahrung machen und ja, ich glaube, in den wenigsten Fällen machen alle Menschen das so, wie sie sich das vorgenommen haben, ne? Und da gucken wir natürlich dann auch rein, ob das so geklappt hat. Aber wenn er da jetzt auch diesen Saturn so im Sinne von, hier müssen wir ran, ne, hier müssen wir mal dran arbeiten. Und dann ist es auch noch das Heimathaus von dem Stein. Ist es auch wie so eine doppelte Ansage, ne, so eine Extra-Einladung nochmal, kann man sagen, ne. Und dann ist es aber auch so, wenn man jetzt so sagt, okay, da hat jemand seinen Mond im Steinbock. Dann ist da so ein Glaubenssatz dahinter, ne, Liebe gegen Leistung. Und wie gesagt, also da bringen wir suchen uns diese Familie jetzt aus. Das hat jetzt was damit zu tun, was in was für eine Situation, was habe ich für eine Mama, was habe ich für einen Papa, in was für eine Situation werde ich geboren, wenn man dann sagt, Liebe gegen Leistung, dann ist das natürlich auch ein Aspekt, den man da selbst auch schon im Urwesenskern mitbringt. Oder es ist so, dass ich mir jetzt eine Familie aussuche, wo ich Eltern habe, die mir beide, jeder auf seine Art, mir etwas spiegeln können, was ich für mein Leben brauche im Laufe des Lebens. Denn als Kind bin ich ja noch ganz klein, komme ganz unbedarft und dann bin ich auch noch gar nicht bewusst. Nur damit es nicht so abstrakt ist, wenn jetzt meinetwegen da ist eine Frau, die wird irgendwann im Laufe des Lebens mal Frauen helfen, die Kindesmissbrauch erfahren haben und die hat jetzt erfährt Kindesmissbrauch. Da hängt auch immer so ein bisschen so ein Machtthema hinter, ne, dass sie mal irgendwann in die Verantwortung geht. Man kann sich das als Mensch immer schlecht vorstellen, aber eine Seele erkennt kein Gut und Böse und auch keinen Schmerz und keine Befindlichkeiten. Die sucht sich das dann schon so aus. Dann erfährt, ich kenne eine Frau zum Beispiel auch, die hat Kindesmissbrauch erfahren und hilft halt Frauen heute, die also auch ähnliche Schicksal hatten und das ist ja dann immer gut, wenn man das selber auch, was heißt gut, das ist natürlich nicht gut, ne? Aber wer kann dir am besten helfen als der Mensch, der es selber
also nachempfinden kann sozusagen und dann noch die Kraft hat und andere zu unterstützen. Und dann braucht es manchmal tatsächlich auch natürlich auch eine Kindheit, die jetzt nicht so amused ist natürlich, ne? So, und dann ist es so, da hat man jetzt auch nicht so viel Selbstwert natürlich, wenn man sagt, Liebe gegen Leistung, jetzt ist ja Hitler da in diese Familie geboren, da hat er schon mal pauschal so von der Mutter so während der Schwangerschaft schon ein Gefühl vermittelt bekommen, bekommen wir alle, können wir uns natürlich auch nicht dran erinnern, aber so, ich bin nicht erwünscht, ne? Und man weiß, der Vater ist gewalttätig und die beiden, die Mutter war sehr jung, der Alois Hitler und die Clara Hitler dann später, sie haben einen hohen Altersunterschied, also die Clara war 16 und der Vater von Adolf war da schon 40 und die standen auch in einem Verwandtschaftsverhältnis, ne? Und der muss die wohl auch schon mit 16 geschwängert haben, dann war die wohl sechsmal hat die empfangen, das heißt, sie war sechsmal schwanger, ne? Und hat dann auch 4 Kinder verloren. Da kann dann schon so eine Angst dahinter, man weiß nicht, also ich weiß es nicht, welche Nummer vom Kind jetzt Adolf war, ne? Wenn da vorher schon jetzt meinetwegen ein paar Kinder, jetzt, wo das nicht so geklappt hat, kann es diese Angst gewesen sein, ne? Er bekommt ja nur so ein Gefühl, dass die Welt unsicher ist oder so, oder, ne? Und ich bin nicht so erwünscht oder irgendwas ist da komisch. Da kommt er subtil schon damit auf die Welt. Der Vater, der war sehr gewalttätig. Das weiß man auch. Und auch Antisemitist und auch sehr dogmatisch. Ne? So, so kommt er dann, ist er dann hier so natürlich in die Welt gekommen. Und wenn wir dann sagen, ja, der ist hier im Aszendenten Waage, da habe ich ja gesagt, das ist so dieses Symbol, ne, da ist rechts und links die Waagschale und ich bin in der Mitte vom bewussten Prinzip zum geistigen Prinzip und man steht da mittendrin und was, dieses Individuelle, ne, er muss sich jetzt erstmal finden in der Individualität, dann ist das ja die süße Venus, ne, Harmonie als Dauerzustand und in der Natur sehen wir das ja auch, und dann hatte ich erzählt, dann so entsprechend Farbwelten wäre jetzt Pastelltöne, ne? Wenn man sagt, man hat eine satte Farbe und wenn ich da Licht drauf gebe oder weiß, Licht, ne? In den Schatten, das ist so quasi das Motto von Herrn Hitler. Da ist aber jetzt jemand mit Adolf Hitler in die Welt gekommen, dann als Mensch. Der ist mehr so unbedarft, wie gesagt, das ist eine junge Seele und dann auch mit diesem philosophischen, weltanschaulichen Mond, da ist ja noch dieses Symbol von Jupiter an dem Mond, zusätzlich zu der Mond-Steinbock-Thematik, das hat sowas, ja, so ein bisschen religiös, philosophische Themen, Weltanschauung, so ein bisschen abgehoben auch. So ein Mensch fühlt sich dann, wenn der geboren wird, auch so ein bisschen aus dem Paradies gefallen. So, und jetzt kommt er noch mit dieser Entsprechung in der Waage, im Aszendenten, dann Harmonie als Dauerzustand und das ist, als wenn jemand aus dem Paradies in die Hölle fällt. Ne? Das zu dem Thema, wenn man dem Dämonen aufspricht, dann hat der wohl erstmal das so bei der Ankunft hier erfahren müssen. Unbewusst natürlich, ne? Erstmal. So. Und dann sehen wir jetzt auch, das kann man jetzt auch da sehen, ne, da ist ja die Waage jetzt nicht nur in dem Aszendenten, der geht ja dann von dem blauen Pfeil so Richtung, ne, da ist das erste Haus und dann geht das so gegen den Uhrzeigersinn, geht es dann bis zum 12. Haus und dann endet das wieder in der Waage, wo da der rote Pfeil ist, das ist dann wie noch in der Waage oder wieder in der Waage und das ist eigentlich der größere Anteil. Ne? Und da können wir sehen, ah, da ist ganz viel unbewusst und in dem Haus sehen wir jetzt auch, da ist auch was mitgebracht worden. Ne? Das kann sein, dass er da schon auch mal so ein paar Leben hatte, wo er dann sich was vorgenommen hat als Seele und das als Mensch dann nicht so ganz fertig gekriegt hat. Also ich denke mal, wie gesagt, da gibt es ja einige von uns, ne, da gibt es ja keine Zeit, da haben wir ganz viel Zeit, das zu erledigen. Ne, spricht da schon so ein bisschen dafür. Ne? Und ja, mit dem Aszendenten in der Waage, da ist es auch so, dass er sehr intelligent ist. So, jetzt hat er noch so ein bisschen so eine, vielleicht auch so ein bisschen so ein Gefühl von, freut sich auch auf die Welt und aber auch so ein bisschen von, ja, ich bin besonders und ich will auch was Besonderes machen und das ist auch durchaus so, das kann man ihm dann schon auch zusprechen, auf geistiger Ebene allerdings, intelligent wird er sein und da hat er aber natürlich überhaupt kein Gefühl für sich selbst sozusagen, also hat kein, auf geistiger Ebene ist alles gut, Denkapparat läuft, aber so ein Gefühl für sich, wer bin ich jetzt individuell oder so, das weiß er nicht.
Und so ist es auch auf dieser Position im tropischen Tierkreis, ja jetzt im Aszendenten, da spiegeln sich alle Häuser hingegen zu anderen Zeichen. Das heißt, da wo du Wärme empfindest auf der Lebensbühne, da hat Herr Hitler Kälte. Ne, da ist alles im umgekehrten Sinn, weil er sich jetzt, die längste Achse ist immer der Du-Bereich, jeder, der dir entgegenkommt, das ist deine längste Achse und da, wo du dich am meisten getriggert fühlst jetzt, also wo du dich am meisten drüber ärgerst oder die Menschen, die am meisten für dich herausfordernd sind, die können dir ganz viel lehren, weil du regst dich nur auf oder ärgerst dich, weil das Dinge sind, die du in dir selbst nicht anschauen willst. Und so strukturiert sich eigentlich jetzt aus dieser, nicht eigentlich, so strukturiert sich für Herrn Hitler dann im Laufe des Lebens sein ganzes Leben. Ob das im Weltgeschehen ist oder ob das im Du-Bereich ist über Menschen, nur über diesen Weg hat er nun die Möglichkeit, sich selbst zu begegnen oder erstmal auch zu finden. Erstmal hat er aber eine hohe Vorstellung davon, weil er ja viel denkt, weil er ja auch Ideen hat im Kopf, die auch angeboren sind, Anschauung, Weltanschauung, wird aber jetzt in eine Familie geboren, die ihm da mal direkt, wie sagt man, den Gar ausmacht sozusagen, ja. Das ist da schon jetzt, ne, weil er das jetzt direkt schon braucht. Da sieht man das, wie gesagt, also ich will, wir müssen nicht in Mitleid verfallen. Ich sage auch immer, wenn Menschen dann ihr Drama auf die Familie schieben, dann sage ich immer, oh, da muss ich gleich den Zahn ziehen. Weil das suchen wir uns, wie gesagt, dann vorher schon so aus, weil uns das einfach irgendwie auf unserem Weg bringen können, weil da werden Themen in uns direkt angesprochen mit der Familie und der Situation, die meistens herausfordernd sind und die sind uns aber total unbewusst und wenn wir das nicht hätten, dann würden wir überhaupt gar nicht auf die Fährte kommen, uns selbst sozusagen. Ne? Ja, und dann hat man da jetzt, dann siehst du ja in dem 12. Haus, was ich gerade angesprochen habe, wo da immer noch die Waage ist, ne? Nur nicht in 1, aber in 12, da sagt man so, das ist so ein Aspekt, das ist jetzt, man sagt so, ja, diese Pastellfarben sind ja auch immer diese Zwischentöne, ne? Mach ich weiß, weiß, weiß. Und ich gucke jetzt hier quasi auch so ein bisschen in die Zwischentöne, weil das ist ja die unbewusste Ebene, aber da ist jetzt so ein Aspekt, das ist so ein Trauma der Angst, da kann man so ein bisschen auch rückschließen. Was ist da jetzt vielleicht passiert, auch noch in der Kindheit? Ne? Da ist die Erfahrung der Wirklichkeit im Unterbewusstsein komplett verborgen. Das gibt mir jetzt auch Rückschlüsse, wie kommt der Mensch auf die Welt? Und das bedeutet dann eben, dass der Mensch sich vom wesentlichen Teil seiner inneren und äußeren Wirklichkeit auch verabschiedet hat. Und der Mechanismus des Verdrängens führt zu Erinnerungslücken, ne? So manche sagen, er würde lügen oder man weiß halt auch gar nichts über die Kindheit, deswegen ist es vielleicht auch ganz spannend, wenn wir da jetzt so drüber, oder ich dir das so erzähle jetzt, wo man dem auf die Fährte kommen könnte. Dann hat, ne, dass die Leute sagen, man weiß da nichts von oder er würde lügen. Nein, das ist genau dieser Aspekt. Ne? Ist ja so, wenn jemand sich eine Geschichte selbst erzählt und die stimmt gar nicht und der muss sie sich nur lange genug erzählen und dann glaubt er sich die selbst sozusagen. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also hier ist dann so ein, im Laufe des Lebens so ein Mechanismus mit dem, was ich in der Familie erfahren musste jetzt da, wo bin ich da gelandet, dann kommt da so ein Mechanismus des Verdrängens, was dann schlussendlich tatsächlich zu Erinnerungslücken führt, weil man das so lange verdrängt, wie so ein Trauma, ne, das Trauma der Angst. Und das zeigt sich aber dann auch tatsächlich auch im Laufe des Lebens immer so, insbesondere auf Lebensereignisse, die persönlicher Natur sind. Dadurch entsteht dann eine Situation, wo es nötig ist, dass der Mensch dann immer mit seinem, durch das Außen, das habe ich gesagt, ne, Adolf Hitler wird immer durch das Außen immer wieder in Situationen gekommen sein, die herausfordernd waren. Je mehr er das verdrängt hat, natürlich auch, aber damals ist ja jetzt auch nicht wie heute, dass man da irgendwie zum Psychologen gegangen ist oder so, ne? Da war ja eine andere Welt. Wie gesagt, da war der Spagat zu Arm und Reich sehr, sehr groß und was ich da so auch ganz spannend finde, wenn ich denn dann diese Geschichte habe, also er ist auch in der Welt, in der Zeitqualität, eben auch im wahren Weltengeschehen auf diese polare Geschichte getreten, ne? Reich, Arm, ne? Und das macht das Muster auch so spannend, deswegen hat sich die Seele da auch diese Zeitqualität ausgesucht. So, und dann häufig erlebt man da als Kind eben dieses frühe Trauma, das subjektiv auch so furchtbar erlebt wird, eben, dass das Kind da so die mit der bewussten Wahrnehmung und Verarbeitung wirklich emotional überfordert gewesen ist. Und das ist auch verständlich, wenn der da aus dem Paradies in die Hölle gefallen ist, dann so, ne? Und das kann dann eben so sein, dass man da eben
durch diese Geschichten, die man da erfahren hat, immer das ganze Leben, immer so eine Urangst. Also es ist immer so eine Urangst, und wenn irgendeine Situation entstehen könnte, wo ich irgendwie ein Stück weit an dieses Trauma erinnern werden könnte, dann ist das wie so ein panischer Zustand. Und so wird das Leben aber dann schlussendlich, wenn ich mich natürlich vor der Realität versperre und sowieso meine vorstellungsgeprägten Bilder aus diesem geschönten Harmoniebedürfnis aus der ideologisch mir meine Rolle selbst zuspreche und auch von der Welt, die nichts mit der Realität zu tun habe, meine Schattenanteile mir nicht angucke, dann ist das Leben wie ein Traum, logisch. Ne? Dann wird das wie ein Traum wahrgenommen. Und aber sobald dann irgendeine kleinste Ähnlichkeiten aus dieser Vergangenheit, dass man denken würde, oh, Gefahr, Gefahr, das kann dann dazu geführt haben, im Laufe der Entwicklung, dass Außenvorgänge aus Selbstschutz schon nicht wahrgenommen werden konnten, sozusagen auch sogar. Ne? Man kann sich das immer schlecht vorstellen, aber so Traumata sind natürlich schon auch schlimm. Aber da in der Zeit, wie gesagt, die Seele hat sich auch die Zeitqualität ausgesucht, aber jetzt heute würde man zum Traumatherapeuten gehen oder so. Ne? Das würde man dann heute jemandem wie Herrn Hitler auch empfehlen, ne? Sozusagen. Ja? Also, und dann gucken wir mal hier. Da möchte ich auch nochmal drauf ansprechen, hatte ich zuvor schon mal, ne? Wir haben ja hier nochmal, ich sage ja immer, wenn du jetzt guckst, da wo die beiden roten Pfeile rechts oben sind, wo das Symbol für den Zwilling jetzt im 9. Haus bei Herrn Hitler steht, in dem Rohmodell, sage ich mal, des tropischen Tierkreises, wenn jetzt keine Geburtszeit dahinter, also gar nichts, kein Mensch dahinter stehen würde, wäre das das Haus des Schützen, wo entsprechend der Planet Jupiter steht. Der steht ja jetzt auch in der Verbindung zum Mond einmal unten, nicht nur der Steinbock, sondern da ist auch das Symbol zu Jupiter. Und da hat der Hitler jetzt den Zwilling drin. Da hätte ich gesagt zu ihm jetzt in der Beratung, lass mal los, sei mal offen, sei mal flexibel, sei bereit zu lernen, sei kritikfähig vor allen Dingen und lasse los und interessiere dich für Neues und halte nicht an deinen Bildern fest und so. Ne? Mach dir die Welt nicht so, wie du denkst und auch gar nicht dogmatisch und dann auch nicht aus einer Bewertung heraus, dass man die innere Hölle auf die Welt, ne? Man weiß auch, dass er alles erstmal schlecht gemacht hat, ne? Weil er aber auch die Welt sehr hässlich wahrgenommen hat natürlich. Das darf man nicht anders, kann man nicht anders sagen, auch mit der Anlage, ne? Entschuldigung. So, und Pluto, der da im Zwilling steht, der steht auch ein Stück weit für die ganze Generation. Da kann man eben sehen, was war so in dieser Zeit. Und da ist auch so ein Generationsauftrag hinter. Der gilt natürlich auch für einen Hitler. Wenn da jetzt der Planet Neptun gleich noch mit da dran steht, was sich ja auch beides da in dem Haus befindet, dann, weiß ich gar nicht, ob das jetzt genau da ist, aber nicht schlimm, weil das sind Überläufer, die haben gar nicht so einen großen Bezug jetzt zum Haus. Eher der Aspekt an sich, weil der ihm ganz alleine da gehört sozusagen. Ab 1943 ist der Neptun transistiert, dann hat das für die ganze Generation damals, wo ja auch Herr Hitler da noch geschaltet und gewaltet hat, ne, dann galt das für alle Menschen. Und das merkt man auch, das ist dann auch so eine Energie. Ne? Und er ist aber schon mit geboren, und als das dann 1943 transistiert hat, dann hat das natürlich bei ihm auch nochmal einen extra Wumms gegeben, sozusagen. Dann hat das nochmal gezündet, ne? Wenn man das so sagen kann. Ich drücke es mal einfach so aus. So, und dann ist es so, bei diesem Aspekt, das hatte ich auch schon mal gesagt, ich will es aber trotzdem nochmal wiederholen, also ne, dann mit diesem Aspekt ist man da auch geprägt durch den Kampf der inneren Wirklichkeit und den Vorstellungen, was da ja auch ganz gut passt jetzt so mit der Anlage von Herrn Hitler in der Waage und so weiter, was ich alles gerade sagte, dass man sich nicht über die Wirklichkeit, also dass man seine Wirklichkeit, man macht seine Wirklichkeit zu der Wirklichkeit, wie sie draußen ist sozusagen. Also die Vorstellung und die Wirklichkeit, die man sich über seine Vorstellung von der Wirklichkeit macht, ne, das wäre dann aber nicht mit der Wirklichkeit konform. Aber trotzdem, diese Vorstellung aus der ideologischen Ansicht, nichts Gefühltes, ne, es käme jetzt aus der Anlage heraus, das wären aber trotzdem die Ideale, die der Hebel dann auch sind, um die Welt aus den Angeln heben zu können. Die Frage ist nur immer, wo die Welt dann landet, ne, im Himmel oder in der Hölle. Und naja, wo sie gelandet ist, wissen wir auch, aber zumindest
hat der den Hebel bedient. Und das war ja nicht von vornherein jetzt gewiss, dass das da landen wird. Also Wirtschaftswachstum und so, der Bevölkerung ist es ja schon auch eine Weile gut gegangen. Das war ja schon alles auch. Das hat er uns auf jeden Fall vorgemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas, wenn die Menschen dann sagen, ja, ich kann ja alleine nichts machen und so. Allein dafür war der Mann schon gut, um uns zu zeigen, dass man aus einer Obdachlosigkeit heraus zum Führer Deutschland. Es wird, ne? Mit 90% Wählerschaft sozusagen. Ne? Die Menschen haben den geliebt damals. Sie haben den wie einen Hollywood-Star gefeiert. Ne? Und das muss man mal hinkriegen. Also ich will es einmal so objektiv, dass man es nicht vergisst, ne? Weil deswegen machen wir das hier. Nur ne? Was können wir daraus lernen? Auch diese Einzelaspekte, gerade die Zwischentöne auch. Ne? Also unter diesem Aspekt wäre es also jetzt auch Herrn Hitler damals da so in seinem Leben nicht mehr so vergönnt gewesen, sich in Verdrängungen halt irgendwelche Art zu ergehen. Also die Vorstellung und die Wirklichkeit und so weiter, wo dann die Hebel gezogen werden, ne, das wäre nicht so gut gewesen. Also wäre besser gewesen, wenn das mehr so in der Realität stattgefunden hätte. Dann, also der Aspekt fordert, dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Aber er hat da einen positiven Aspekt. Also das ist nicht irgendwie, dass das ein Spannungsaspekt ist. Es ist jetzt auch nicht ein förderlicher, aber ne, das war schon so, dass das schon im Bereich des Möglichen stand. Und das hat's ja auch, ist ja auch, hat ja auch so stattgefunden. Ne? Das ist so. Dieser Aspekt fordert, dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Vorbei sind die Lektionen, in denen der Mensch nur das Dunkle nur nach außen hin projizierte, um die eigenen Schattenanteile nicht mehr sehen zu müssen. Und hier findet dann eben der symbolische Kampf zwischen Licht und Dunkel statt oder zwischen Licht und Schatten. Aber was hier ganz interessant ist, was wir da sehen können, das ist das Klima in der Kindheit, mit dem Pluto-Neptun da drin in dem Haus. Ne? Also da wollten die Eltern ganz gewiss auch immer, da sieht man das jetzt wieder, das Beste für das Kind, Liebe gegen Leistung. Ne? Und dann ist das Edelste nur gut genug für das Kind. Das Kind soll es ja mal besser haben als wir, kennen wir ja alle. Wodurch das er aber, Adolf selbst, dann zum Opfer der elterlichen Glaubenssätze oder Vorstellungen, wie er jetzt zu sein hat, wird. Und dann ist dieses so, dass er, ja, so ein symbolischer Ausdruck kann dann eine besondere Leitbildorientierung sein, die sich im Endeffekt als Übel dann für ihn selbst herausstellt, ne? Weil er dann einfach das übernimmt, was die Eltern, weil er selbst keine Anbindung so zu sich hat. Ne? Das Kind wird dann zum Beispiel in irgendeine Schule geschickt, was bei ihm auch so stattgefunden gefunden hat, ne, da wollte er gar nicht hin und dann hat er das Lernen verweigert. Dann, dass dann so die Gefahr besteht, dass das Kind auch im Laufe des Lebens dann diesem rauen Lebenskampf, gerade auch in der Zeit, ne, nicht bestehen kann. So war das auch durch die Lernverweigerung, Widerstand. Das war ja so immer ganz gerne genommen bei Adolf Hitler. Das sollte so aber eigentlich gar nicht stattfinden. Und durch diesen Widerstand stand schon in der Schule nicht lernen zu wollen, weil er nicht das werden wollte, was sein Vater fühlen wollte, ist er dann sehr krank geworden, hatte eine Lungenkrankheit und kurz darauf sind tatsächlich auch seine Eltern gestorben. Das würde man hier in diesem Aspekt so auch sehen, dass da er da irgendwie mit dem Tod in die Verbindung kommt, entweder selbst, weil seine Eltern dogmatisch sind, irgendwie so Zeugen Jehovas und er hätte jetzt irgendwie operiert werden müssen und die Eltern sagen, nee, schulmedizinische Maßnahmen, das passt nicht mit unserer Glaubensrichtung und er wäre da fast dann vielleicht gestorben. Ich habe einen Freund zum Beispiel, da entrinnt man kurz dem Tod, dann wird das Sorgerecht der Eltern weggenommen, weil dann die Stadt oder die Behörden sagen, ja, Moment mal, wenn die da so komische Ideen haben und das Kind stirbt, da kann ja das Kind nichts für. Sowas hätte passieren können, ist aber nicht passiert. Er ist mit dem Tod insofern dann in Verbindung gekommen, dass beide Elternteile kurz darauf hintereinander verstorben sind, womit er noch mehr in den Morast dieser Welt gefallen ist. Meine Geborgenheit hat er eh nie so erfahren, auch nicht in der Familie, aber er hat ja auch keine Idee, was Geborgenheit überhaupt ist. Somit war das für ihn natürlich auch so, dass es erstmal nochmal mehr ein Geborgenheitsverlust war, der aber eigentlich so auch schon gar nicht bestanden hat. Symptomatisch wären das auch kollektive Ängste dann bei Herrn Hitler, so im Laufe des Lebens, ne, die sich auf den dunklen Aspekt seiner eigenen Psyche beziehen, sodass er dann irgendwie auch so, ja, manche sagen, er war ein Hypochonder, da könnte das herkommen, ne, so AIDS-Infektion würde man heute sagen. Er hatte da sehr mit zu kämpfen mit Syphilis, also da macht er auch eine große Thematik draus. Das würde dazu passen, dann hätte man Angst vor Strahlen, heute wäre es WLAN, damals war es so, dass er sogar, da kam immer auch seine Verweigerung sozusagen mit sich selbst in die Berührung zu kommen, in die Innenkehrreflexion.
dass er dann im Krieg eine Gasbombe in die Augen, dann war er lange blind. Warum? Weil er nach innen schauen sollte und dann seine eigene Angst hat das quasi gemacht. Ne? Und er war ja immer, ne, nicht hingucken, also muss es von außen entgegenkommen. Vor dem Weltuntergang Angst zu haben, wäre auch so ein Thema. Dann Angst durch kollektive Prozesse, Untergangsängste, Drogenmissbrauch mit depressiven Wahnvorstellungen, Paranoia, und unter diesem Aspekt würde man auch Suizidgefährdung sehen. Ja? Also dann gehen wir nochmal weiter hier, dann haben wir ja hier, da ist ja der Blick zur Sonne, da will er ja hin, ne? Das ist ja im Stier, das im achten Haus, das ist das Heimathaus, sonst eigentlich von dem Tierkreiszeichen Skorpion, da ist der Herrscherplanet der Pluto, der hat immer so ein bisschen was mit Macht zu tun, ne? Pluto ist ja so Macht, sagt man, aber nicht im negativen Sinn, ne? Da haben meistens verbinden die Menschen was Negatives, will ich jetzt nicht sagen damit. Und dann hat er ja hier auch Aspekte, nebst dass er seine Sonne, da will es hin, da gibt es Energie für ihn. Ne? Dann hat er Mars-Venus, da hatte ich im vorherigen Videos schon drüber gesprochen. Und jetzt hat, weil wir über die Zwischentöne reden, Pastelltöne, ne, machen wir mal ein bisschen nochmal, gucken wir nochmal unter der Oberfläche, dadurch, dass natürlich jetzt nebst der Venus-Herrscherplanet zum Stier auch der Pluto da natürlich mitschwingt, weil das ja normalerweise das Pluto-Haus ist, ne, vom Skorpion. Und dann ist es so, dass wir sagen können, okay, dann ist das ja auch so ein bisschen so Pluto-Sonne-Thematik, weil die Sonne ja auch drin steht, ne? Und dann ist es auch so eine Pluto-Mars-Thematik auch, weil der Mars steht auch noch damit drin, ne? Mit dem Venus-Mars-Aspekt und tatsächlich auch ein Pluto-Venus, ne? So ein bisschen so in den Zwischentönen, weil da geht es ja so drum, auch wenn wir uns das jetzt anschauen, ne? Und was da steht, nämlich ein ganz subtil, sage ich jetzt mal, aber das ist schon auch mächtig, Macht, Pluto, Pluto-Sonne in Acht, also Pluto-Sonne generell, ist der Wille zur Macht. Und das ist der Strohhalm von Herrn Hitler in dieser Inkarnation gewesen, weil wenn der nicht diesen Willen zur Macht gehabt hätte, in Richtung mit Blick zur Sonne, wo man sich ja konkret verwurzeln will in der Stofflichkeit in der Welt, denn er kommt ja aus diesem philosophischen, weltanschaulichen, geistigen, dogmatischen Denkapparat und er möchte auch Sinnlichkeit erfahren, im besten Falle körperliche Sinnlichkeit auch. Und da hat ihm jetzt der Pluto beschert dazu diesen Strohhalm oder auch diesen Willen zur Macht, weil da will er nämlich hin und auch den, ja, auch ein übersteigertes Triebgeschehen auch, wenn der Pluto sich natürlich mit dem Mars verbindet, aber auch mit der Venus, ne, dann versteckt sich das auch nochmal, dass da auch so eine Sehnsucht dann auch danach besteht, dass man das auch braucht, diese Geborgenheit, die man ja jetzt als Kind auch in der Welt, in der Stofflichkeit, also da darf jemand auch Materie anhäufen, wenn wir jetzt bedenken nochmal, dass der lange obdachlos war, der hat da erstmal nicht so, das war dem nicht wichtig, ne, ob ich ein Haus habe oder so, da wäre dann schon auch empfehlenswert, dass er ein Haus baut oder eine Familie am besten auch gründet, Vater wird, würde man nie, jetzt ist er ja nicht geworden, ne, also, ne, das wollte ich damit sagen. Und mit Pluto, da ist es aber jetzt so, dass da der Mensch erstmal so im Leben keine Chance bekommt, sich zu entfalten. Alle Lebenstriebe werden gefiltert und kontrolliert. So kommt er ja auch. Ne? Er hat dann auch diesen Glaubenssatz von den Eltern. Erstmal, was haben die jetzt gesagt, wie er zu sein hat? Das hat er so ein bisschen übernommen. Ne? Hier kommt es dazu, dass das Verhalten nicht mehr dem Menschen selbst dient, also Adolf, sondern es wird in den Dienst zur Erhaltung der Art gestellt, Rassenthema, ja, haben wir ja gesehen, das war ja sein Steckenpferd sozusagen, und zur geistigen Orientierung auch anderer Menschen. Also das heißt, das wäre so, die Kehrseite wäre jetzt auch eine Machtausübung, Unterwerfung anderer. Ne? Man dringt mit seinen Vorstellungen dann in die Köpfe anderer Menschen ein, so kontrolliert man deren Verhalten im Sinne des eigenen Glaubens von gut und böse, richtig und falsch, auf jeden Fall immer schwarz oder weiß, ne? Oder im Extremfall aus purer Lust an der Unterwerfung, ne? Ja, und dann ist es so, da sagt man jetzt hier auch so, ne, da könnte man auch wieder so ein bisschen in den Zwischentönen gucken, was hat da jetzt vielleicht in der Kindheit auch stattgefunden, denn hier ist auch
ein übersteigertes Triebgeschehen, wie gesagt, auch im Hintergrund mit dem Pluto-Mars-Thematik. Ne? Er kommt, wie gesagt, mit einer extremen Persönlichkeit. Das haben auch Künstler wie Salvador Dalí zum Beispiel, solche. Ne? Das sind halt, er wollte ja auch eigentlich Künstler werden, hätte auch können. Manche machen sich lustig. Hätte auch können, und das sind meistens extreme Menschen. Und wenn jetzt so ein Kind da so auf die Welt kommt, das macht sich ja noch keine Gedanken darüber, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt nicht machen. Und dann komme ich auch noch so in diesem Juhu und Harmonie und ich freue mich auf die Welt und falle aber trotzdem in die Hölle. So, dann sind das schon die ersten Erfahrungen auch gewesen, sich da hier so in die Welt zu emanieren, indem ich dann direkt von meinen Eltern lerne zu kontrollieren, alles, was ich als natürlich erstmal empfinde. Na klar, und was Spaß macht. Und dann werde ich aber direkt unterdrückt von den Eltern und kontrolliert. Und dazu gehört dann auch das Hervorbringen von Körperausscheidungen, ebenso wie das Spiel mit den eigenen Geschlechtsteilen. Ne, dass man dann von der Mutter oder dem Vater erwischt wird, wo dann eine Situation gibt, oh, mach das nicht, die Mutter oder der Vater direkt schon sexuelle Übergriffe, wäre jetzt nicht so weit weg, dass das passiert ist, ne? Und alles ist verboten, wobei jetzt nicht das Verbotene an sich, sondern die moralische Wertung der Eltern, der Verbote, das Problematische ist, die Eltern entdecken dann quasi an Herrn Adolf Hitler ihre eigenen Schattenthemen, ihre eigene unkontrollierbare Triebhaftigkeit vielleicht auch, ne? Und anstatt diese dann über das Kind kennenzulernen, ist ja immer ein Spiegeln, beide, ne? Eltern suchen sich auch die Seele aus. Ne, dann bekämpft man dann am Kind, was einem selbst nicht bewusst ist, was man selbst vielleicht ablehnt. Und dann kann es auch so sein, dass Adolf dann damals schon quasi, ja, der wusste ja gar nicht, das hatte so zwei Dinge zur Folge, dass er jetzt nicht richtig ist und ungeeignet ist in der Welt. Also alles, was er macht, ist falsch. Ne? Und er hat jetzt dann sozusagen, wie die Eltern das sagen, und dann kann es sein, dass er dann die Vaterrolle direkt übernommen hat und hat dann seine Freunde in der Schule oder so schikaniert und unterdrückt. Zu Hause hat er nichts gesagt. Hat er sich wahrscheinlich auch nicht getraut, ne, sich da durchzusetzen. Und dann hat er sich natürlich keine Freunde gemacht. Und das hört man ja auch, dass er jetzt nicht so viele Freunde hatte. Ne? Also er hat dann gelernt, seine wahre Natur ist also ungeeignet für diese Welt. Und dann ging das dann schon los. Ne? Wenn er sich jetzt selbst identifizieren soll, dann fordert es heraus, da unter diesem Aspekt jetzt, dass er auch erkennt, dass er so einen Wille zu Macht hat. Das hat aber erstmal lange gedauert bei ihm im Leben, das weiß man auch. Ne? Wie gesagt, das ist ein Strohhalm, das musste er haben. Und er musste erkennen, dass die persönlichen Absichten, die der Machtausübung in der Machtausübung liegen. Also er sollte das dann aber wieder loslassen. Also jetzt nicht, ne, wenn dich dann natürlich Millionen von Menschen auf den Thron auf einmal stellen und dann hast du nicht deine Wut nicht gelebt, immer unterdrückt von durch die Vatersituation, hast deine sexuelle Begierden vielleicht auch unterdrückt. Man munkelt ja, der war impotent. Man würde ihm jetzt auch sagen, jetzt in der Beratung, dass er alternative Beziehungsmodelle vielleicht mit Mann und Frau sogar, ne, dass er das natürlich niemals hätte zugegeben. Vielleicht ist er noch nicht mal auf die Idee gekommen. Das kann zur Folge haben, dass man da impotent wird, aber der wird schon auch starkes Triebgeschehen. Also das braucht man auch, wenn man den Willen zur Macht hat. Das ist ja auch ein Aspekt, der antreibt. Und er hätte ja auch mit der körperlichen Sinnlichkeit in der Sonne im Stier, wäre das auf jeden Fall auch etwas gewesen, dem man das auch empfehlen würde, dass er das lebt, ein Tantra oder so, ne, wirklich auch in die Körperlichkeit zu gehen. Und da hat er sich ja nie selbst getroffen und das wahrscheinlich so weit abgelehnt. Die erste Freundin, die er hatte, die hat sich das Leben genommen, weil sie bei ihm nicht ran durfte sozusagen. Ne. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es käme schon dem Ganzen sehr, sehr nahe. Und auch die zweite Freundin, die Eva Braun, die er ja lange versteckt hat, die war ja auch wesentlich jünger als er, übrigens auch die gleiche Rolle wie sein Vater hatte, ne? Er war auch 40, sie war 17. Sie war 17. Genau, auch so wie der Vater, ne? Ist so ganz spannend. Und die hat ihm ja auch zweimal mit Selbstmord gedroht, wenn er sie nicht will. Keiner weiß genau, ob da was Sexuelles passiert ist. Die hatten Räume, die Tür mit Verbindungstür, also wird das nie jemand wissen. Aber man denkt eher nein. Ne? Und das ist natürlich schade, also traurig auch. Ne? Und dann weiß man aber, was da auch im Inneren für einen Druck aufgebaut wird. Einmal die Wut, wir alle haben Maß, wir alle müssen mal Luft machen. Ne?
Und bei ihm war das auch besonders wichtig, und dann die sexuelle Triebhaftigkeit so zu unterdrücken und so. Das ist ja ein Druckgeschehen, was sich da aufbaut. Das möchte man sich gar nicht vorstellen. Kann man auch nicht, natürlich, ne? Aber deswegen ist der Mann auch so spannend, weil er uns eigentlich alle Polaritäten in seinen Aspekten hoch sechs so ungefähr hier so vorgelebt hat eigentlich. Und deswegen, wir haben das alle in uns natürlich in abgeschwächterer Form in der Regel dann, ne? Dann hat er mit der Pluto-Venus-Thematik jetzt auch, könnte man sagen, wenn dann so eine schwermütige Stimmung bei ihm mal war, was mit Sicherheit auch davor gelegen hat, der hat so mehr in Moll funktioniert, also der war jetzt nicht so durch das Leben auch nicht, der hatte mehr so eine Moll-Stimmung, ne? So mehr so schwermütig, jetzt auch nicht Humor groß oder so, ne? Ne? Ja, der hatte auch, ne, was sein Instrument war, war wirklich zu reden. Und dann hat er aber auch im Affekt geredet. Auf einmal kriegte der eine Idee, dann hat der losgeredet. Alle mussten zuhören, bis er selbst eingeschlafen ist. Und dann ging das manchmal bis morgens und keiner hat sich getraut, irgendwas zu sagen und so. Ne? Das ist ja schon sehr bezeichnend. Also die Vorstellungen decken, wenn die Vorstellungen sich da auch nicht mit der Realität decken, dann kann es auch sein, dass man dann immer schwermütig ist, weil man sucht ja immer, will es immer besser machen. Und dieses können eben die Vorstellungen vom Leben sein oder von der eigenen Person, ne, wenn ich mich nicht kenne. Ich weiß auch, dass er oft gesagt hat, ja, er hat es, glaube ich, seinen Körper auch nicht so schön gefunden und so. Da ging es aber eben darum, dass man sich dem Körper zuwendet, durch auch mit Sport machen und so, ne? Und dann kann es sein, dass er Essstörungen hatte oder eben Bulimie sogar wäre ein Thema. Eifersucht wäre auch ein Thema und das weiß man auch bei der ersten. Da spricht man so ein bisschen davon, dass da eventuell ein Gefühl von Liebe mal hätte von ihm ausstrahlen können. Ansonsten ja nicht so, dass er die erste da geliebt hat, die sich dann umgebracht hat. Ne? Und dann ist es so, dass er eifersüchtig bei der wohl auch war oder ne, enttäuscht, weil der hatte eine hohe Erwartungsliebe gegen Leistung, hat er nicht nur durch die Eltern, er hat es auch anderen weitergegeben, weil er hat auch im Stillen aber nur eine hohe Erwartungshaltung gehabt. Und hier ist diese in diesem Aspekt dann auch so Suizidandrohung als Machtinstrument. Und das hat er, wenn er das bei sich selber nicht erkannt hat, und das hat er ja auch zweimal im Leben von außen, dann, ne, das passiert ja alles über außen. Die Eva Braun hat das ja zweimal gemacht und im Grunde hat sie ihm eigentlich nur seine eigene Thematik in dem Sinne gespiegelt. Ne? Ja, und die, davor hat es durchgezogen. Die wird aber wahrscheinlich auch ein paar Mal vorher schon gedroht haben, ne, bevor sie das dann in die Tat umgesetzt hat. Ja, hier ist es so, dass im 10. Haus im Löwe, wo da so die Filialität steht, ne, da ist es ja auch so, dass der Saturn, wo es mal was zu machen gibt, der hat jetzt auch seine Verbindung nochmal in der Quadratur, jetzt auch zu diesen Sonnehausaspekten mit dem Mars und mit der Venus. Warte mal, ist das? Nee. Das ist Mars-Saturn, genau, mit Mars und, ja doch, mit der Venus. Ne, da sehen wir das auch. Ne? Da ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt das 10. Haus, so die Finalität, ne? Was will er jetzt erfahren haben am Ende? Dann geht es darum, dass da häufig bei diesen Menschen jetzt eine Zerrissenheit zwischen Ideal und Wirklichkeit besteht. Ideal ist dann das, was man selbst möchte, wie man sich die Welt vorstellt, und die Wirklichkeit ist das, was das Leben eigentlich vermittelt. Und wenn ich das nicht mitkriege so richtig und ich mir die Welt mache, wie sie mir gefällt, dann letzteres gilt es eben zu akzeptieren, was das Leben vermittelt, nicht das, was ich mir darunter vorstelle. Und hier besteht dann immer die Möglichkeit, auch bei diesen Menschen, dass da so ein ständiger Kampf stattfindet im Leben. Und das fühlt sich dann durch diese Zerrissenheit, das und durch die Quadratur sieht man das auch schon, dass das dann auch immer wieder so stattgefunden hat, ne? Und warum nennt er das Buch Mein Kampf, was er da geschrieben hat, ne? Das ist da so auch ganz spannend, ne? Dass er da so auch selber drauf kommt. Und da wäre es dann immer die Frage gewesen bei Herrn Hitler, was für Werte transportierst du? Sind die transformierbar sozusagen? Sind die anwendbar? Haben die was mit der Realität zu tun im Leben? Denn ja. Erkenne immer, man hätte ihm dann gesagt, erkenne, was wirklich dran ist, also was die Realität ist, und erkenne das, was im Jetzt dran ist, und suche nicht immer das, was du meinst oder in der Zukunft. Ne? Sei mal im Jetzt, nimm das Leben an, wie es ist. Und das war dann natürlich erstmal dann auch nicht so gegeben. Ne? Da ist aber trotzdem auch so, dass hier sieht man auch so diese Begegnungsblockaden, ne, in diesen Aspekten, auch mit der Venus.
dass er so der hatte ja immer wie so einen Stock im Arsch, ne? Das hat den schon auch gebremst. Saturn macht immer schwer, ne? Auch der hat die Menschen ja immer so fern. Und das wird er auch gemerkt haben, das wird ihn schon auch gestört haben, ne? Das mochte der bestimmt nicht an sich. Er sollte natürlich jetzt im Paradoxum, das ist ja immer so auch eingeladen werden, ne, wenn ich mich nicht mit Menschen verbinde und mich nicht ehrlich für einen einzelnen Menschen interessieren kann, weil ich auch mit Frauen so ein komisches, gestörtes Verhältnis ein bisschen gehabt, ne, die hat er ja nur über Schönheit definiert, ne, das war ja nicht diese Mars-Venus-Thematik zwischen Männlein und Weiblein, das. Er hat ja da komische Ideen auch gehabt, wie die Familie so zu funktionieren hat, die Frau als Hausfrau und Mutter und dieses typische Modell. Ne? Das waren ja komische Ideen. Nur da wäre es natürlich darum gegangen, dass er auch das natürlich nicht nur in sich in Harmonie bringt, sondern auch im Leben mit einer Beziehung mit einer Frau. Diese Sehnsucht nach Geborgenheit, er hat ja oft Menschen um sich auch geschart, die waren ja da wie in so einer Blase. Ne? Das war so sein Ersatz quasi, aber auch die konnte er nicht wirklich richtig nah an sich ranlassen. Er stand sich quasi selbst im Weg sozusagen. Aber der wusste gar nicht, dass er sich selbst im Weg steht, weil er so gar nicht so wirklich wusste, wer er selbst ist. Ne? Aber darum wäre es halt gegangen. Ne? Aber schlussendlich muss man sagen, die Hebel, die die Welt aus den Angeln heben, die hat er auf jeden Fall gedreht und auch nicht erstmal gar nicht so blöd sozusagen. Und hinterher war es natürlich, dass ihm da seine Hölle, die zyklisch immer wieder gekommen ist, also ihm entgegengekommen ist, sie ist dann natürlich in dem Sinne uns auch entgegengekommen. Und da kann man den Willen zur Macht dann sehen, wenn dann so jemand wie Adolf Hitler, so ein extremer Mensch, dort am Hebel sitzt oder man ihn auch dort sitzen lässt, sozusagen. Ne? Da gehören ja auch nochmal er alleine und Millionen von Menschen dazu, sozusagen, ne? Und die haben den ja, wie gesagt, auch gefeiert und so. Und da war ja auch nicht alles schlecht, natürlich, ne? Aber ebenso können wir daraus lernen, ne? Dass wenn er jetzt hätte Unterstützung gekriegt von außen, ne, dann hätte da jemand sich mal getrauen müssen. Und wenn er dann auch so, das hätte, ne, auf Vernunftsbasis vielleicht verstanden, dass da jemand ihn berät, vielleicht auch ein Psychiater damit bei gewesen wäre, dann hätte man da gewiss etwas Gutes draus machen können, auch aus diesem Mann, denn der war auch spirituell interessiert. Der wäre da ganz gewiss für offen gewesen, wenn man da einen richtigen Weg gefunden hätte. Und im Grunde hat er eigentlich auch sich sowas gewünscht, hätte das natürlich niemals ausgesprochen, ne? Weil er hat ja Stärke, den Kraftmeier gespielt, Stärke gespielt, komplett seine Bedürfnisse unterdrückt, seine Rolle gespielt. Und dann auch die Heirat mit Eva Braun noch im Bunker, das kann man auch eher nicht aus Liebe, sondern eher wie so eine Inszenierung, wie verlasse ich diese Welt mit diesem Selbstmord, den er auch nochmal, also hat er ja zweimal in einem Aspekt gehabt, diese Suizidgefährdung, ne? Das war so auch schon in ihm angelegt. Er war eben auf allen Gebieten extrem. Und dann muss das dann auch noch in Szene gesetzt werden, zum Schluss auch dann als Held für das Volk, mit dem Volk in Berlin, so hat er das ja verstanden. Ne, und gut, die Eva Braun hat natürlich auch mitgemacht, ne, in ihren jungen Jahren, wenn denn das so alles so passiert ist. Das weiß man ja nicht. Ne? Ja, dann, ich hoffe, es war spannend für dich, also was da eben die Geschichte ist, dass man da wirklich objektiv drauf guckt und wie kommt das jetzt dazu, dass ein Mensch so ist. Auch nochmal mit dieser Kinderthematik. Also ich glaube, nicht einer würde mit ihm tauschen wollen, mit dieser Kindheit, die er hatte. Ich glaube schon, dass das, kann man sich auch mal ein bisschen durchs Netz wühlen, ne, dass das schon eine außergewöhnlich krasse Ankunft in dieser Welt für ihn war. Ne? Aber wie gesagt, also wir suchen uns das ja auch alle aus. Keine Seele ist hier, um dass sie das Leben der anderen so macht, wie es denen gefällt. Und wir sind alle hier nehmen und geben oder was voneinander lernen. Und hier können wir heute noch lernen. Und ja, da mal zu überlegen, ob man da nach 100 Jahren noch die Schuld gibt und wenn sich vielleicht besser zu informieren, wie war das wirklich, ne?
Und einfach mal so drauf zu betrachten und wenn wir uns gegenseitig auch alle so unter diesen Aspekten, die wir alle in uns tragen, uns begegnen könnten, akzeptieren könnten und zu wissen, wir tragen alle alles in uns, nur unterschiedlich gewichtet, aber jeder ist einzigartig und wertvoll, wie er ist und ist hier für das, was er erfahren will und im besten Falle er tut es, weil dann geht es ihm hier allen Menschen gut. Und wenn es jeder tut, ist für alle gesorgt und die Welt wird auch eine schönere sein, ganz gewiss. Bleib noch einen Augenblick dran. Ja, das zum Thema Teufel, ne? Wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel, deshalb konnten wir nach dem Krieg auch nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen, in diesem Teufelsszenario mitzuspielen. Wir hätten unmöglich unseren Menschen klar machen können, dass der Krieg eigentlich nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme war. Hitler und das deutsche Volk haben den Krieg nicht gewollt. Wir haben auf die verschiedenen Beschwörungen Hitlers um Frieden nicht geantwortet. Nun müssen wir feststellen, dass er recht hatte. Anstelle einer Kooperation Deutschlands, die er uns angeboten hatte, steht die riesige imperialistische Macht der Sowjets. Ich fühle mich beschämt, jetzt sehen zu müssen, wie dieselben Ziele, die wir Hitler unterstellt haben, unter einem anderen Namen verfolgt werden. Sir Hartley Shawcross, der britische Generalankläger in den Nürnberger Prozessen. Ja, Mahatma Gandhi hat sich auch geäußert, der letzte Krieg hat deutlicher als sonst die satanische Natur der Zivilisation erwiesen. Jedes Sittengesetz ist von den Siegern gebrochen worden. Keine Lüge war zu schlecht, um angewendet zu werden. 1954. Bis 1817 hat die Baronin de Stael gelebt. Lebte teilweise auch in Deutschland. Ja, wenn die Deutschen, Zitat, wenn den Deutschen noch so großes Unrecht angetan wird, findet sich doch immer ein obskurer deutscher Prozessor, der so lange an der Objektivität herumbastelt, bis er bewiesen hat, dass die Deutschen Unrecht getan haben. Wir Deutschen sollten die Wahrheit auch dann ertragen lernen, wenn sie für uns günstig ist. Heinrich von Brentano. Ja, der Gerechtigkeit, Wahrheit bei Entscheidungen ist das Gespräch über die Seele mit sich selbst. Platon. Aho.